Thank you.
Life mit Apprentice. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend da draußen. Herzlich willkommen zur 21. Classic Video Games Live Interplay. Ja, einer Sendung, wo ich einfach nur mal ein bisschen was drauf loszocke und vielleicht auch ein wenig, ja, Computerspielgeschichte nochmal aufrolle. Und wir hatten in den letzten Sendungen so ein wenig die Idee gehabt, man könnte doch mal zeigen, was wurde aus Breakout eigentlich im späteren Verlauf noch so gemacht. Ja, Breakout von Atari. Ja, man schießt quasi mit einer Kugel ein Modell, ein Steingitter ab und man muss versuchen, die Kugel im Spiel zu halten und die Steine abzuschießen mit der Kugel. Ja, und aus diesem Spielprinzip ist quasi, sind ganz, ganz viele Klone entstanden, ja, die dann letzten Endes dann mit Neuigkeiten gespeist wurden, sprich Power-Ups wurden eingesammelt, Gegner wurden eingebaut, die abgeschossen werden mussten und so weiter und so fort. Und da haben wir schon bereits in der letzten Interplay zu alles über Breakout. Da ging es um die C64 Spiele und ich habe so festgestellt, so das Jahr 87, da ging das richtig los, dass man auf den Heimcomputern angefangen hat, neue Spiele zu programmieren, die in die Richtung eben gehen. Und wie gesagt, 87, das war letzte Sendung mit dem C64. Wir bleiben auch noch im Jahr 87 und schauen uns dort die Amiga-Version an, die ich so gefunden habe. Ich habe nicht alle, ich habe nur einen Teil. War mir nicht ganz sicher, ob es da noch mehr gab. Diese Spiele, die ich euch jetzt zeige, die habe ich früher selber gespielt. Aus dem Jahr 87. Und ich glaube, es gab auch ein paar, die man nicht unbedingt zeigen muss. Die waren dann eher nicht so gut. Aber das war ja früher genauso wie heute. Ja, Spiele waren nicht immer gut. Na? Ja, und ich bin froh, dass ihr auch zu dieser Uhrzeit noch da seid. 22.30 Uhr. Das ist natürlich eine sehr unchristliche Zeit. Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich morgen vielleicht noch raus muss. Recht früh raus muss. Ich mache auch nicht länger wie 0 Uhr, was wir heute schaffen, das machen wir. Ja, werde mich da jetzt nicht großartig hier überschlagen. Ja, was ich heute nicht schaffe, mache ich halt in der nächsten Sendung und so weiter und so fort. Müssen wir ganz easy und locker von der Hand hier, ja, ohne dass wir uns überschlagen müssen. Im Chat sind auch schon ein paar Leute unterwegs. Stefan Naffet sehe ich hier. Guten Abend. Er ist wahrscheinlich noch krank im Bett. Hoffe ich nicht. Hoffe ich geht's schon besser. Der C64 und der Dadlat gehören zusammen. Sie sind ein Paar. Und ich hoffe, die zwei halten durch. Sie sind nämlich relativ müde. Wurde eben schon gesagt. Jens 64, Left-Handed Cat, Axel, MM-Fan, der Norse, Retro Chris aus Tirol. Und Ritter Zerstampfelot. Okay. Ja, sehr cool. Die Leute lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Ja, der Stream ist heute, hoffe ich, sauber. Ich denke auch bei unter der Woche mit kleinen Datenraten, wie wir das jetzt haben. Ich sende ja jetzt nicht wie am Wochenende mit 25 Mbit durch vom Server weg zu euch hin. Und ich denke, das war am Sonntag das Problem, wo letzten Endes mein Anbieter dann dran zu kauen hatte. Und hätte ich während der Sendung den Server andauernd neu eingefroren und wieder aufgetaut, dann wären wir nicht mehr zum Senden gekommen. Das ist total dämlich. Deswegen muss ich unbedingt gucken,
dass wir eine On-Demand-Lösung bekommen, die wir letzten Endes, ja, wo ich dann auf Bedarf eben halt einen Server anschalten kann und wieder ausmachen kann. Weil ich brauche, der braucht nicht jeden Tag laufen, dafür brauche ich den nicht. Es ist wirklich nur fürs Video-Streaming und ich zahle auch gerne was dafür, aber wie gesagt, es muss dann, wenn ich es brauche, muss wirklich die Leistung da sein. Und ich glaube, das schafft mein jetziger nicht. Sie können es mir zumindest nicht garantieren. Wir werden es testen am Sonntag. Ja, vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, dass wir dann auch vielleicht auch künstliche Zuschauer generieren, dass wir dann vielleicht so 30 Zuschauer mal ausprobieren, die entsprechend da dann mal vielleicht mehrere Fenster öffnen, gleichzeitig im Browser und dementsprechend dann, dass wir dann auf 30 Zuschauer insgesamt kommen. Und dann sehe ich ja, was der Server macht. Und wenn da letzten Endes wieder Lags auftauchen, dann lassen wir das. Dann suche ich mir was anderes und dann hoffe ich, dass das dann der letzte der letzte Serverwechsel war, weil das nervt nämlich auf Dauer. So Leute, okay, das eben gerade nur zur Technik. Im Übrigen fand ich die Sonntags, also die letzten, nee, die Sendung am letzten Sonntag war doch richtig cool. Also ich hatte nochmal richtig Spaß, so richtig, richtig Spaß. Also das war richtig geil. Auch Sabrina war total von der Rolle und ich hoffe ihr auch. Ja. So, ja, 1987 Amiga, Commodore Amiga, Amiga 500 in dem Fall. Das erste Spiel, was ich schon in den Amiga eingeladen habe, ist Amegas. Amegas von der Firma Lionel Software. Und das werde ich euch mal gerade zeigen. Das läuft nämlich schon hier. Game Corner. Da ist er. Sehr schön. Da. Okay. Ihr könnt alles sehen. Wunderbar. Ich kann es steuern. Wunderbar. Achso, Sound. Moment. Ah, Sound. Moment. Ich will noch Ton haben. Ton will ich aber noch hier. Den müssen wir ausmachen. Gerade schauen, ob der Amiga tontechnisch durchkommt. Er kommt. Hervorragend. Genau. Ich höre nichts. Moment eben. Rückkopplung. Danke. Schön. Boah, Leute, es ist windig draußen. Ich mache gleich das Fenster zu, glaube ich. Es zieht bis hierhin. Ja, Reline Software hat das Ding gemacht im Jahr 1987. Guido Bartels hat das Teil programmiert. Und ich habe hier heute im Laufe des Vormittages oder Nachmittages vielmehr schon ein paar Spiele gemacht, weil das Spiel ist gar nicht so einfach, weil ich finde, es läuft sehr flüssig. So, Konzentration. So, der Vorteil an oder nee, die anders, das was woanders ist an diesem Spiel. Normalerweise ist es so, dass wenn die Power-Ups aus den Blöcken herunterfallen und man die aufsammelt, dann werden die sofort aktiviert. So, jetzt habe ich einen roten eingesammelt. Es passiert aber nichts. Das ist kein Fehler. Das ist so gewollt. Denn man kann mit der rechten Maus, also man kann diese Breakout Games, das ist ein Vorteil der Heimcomputer, man kann die Breakout Games natürlich alle mit der Maus spielen. Dementsprechend hat man ein analoges Spielgefühl, was durchaus für so ein Spiel eigentlich notwendig ist. Am Spielautomaten ist es letzten Endes auch gewesen mit einem Dreh, wie heißt das? Es hat einen Namen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Mit dem Drehpoti, nee, das heißt eigentlich anders. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, ja, da ist er. Rot ist natürlich ein Schuss.
So, und wenn jetzt der andere, das ist der Vorteil ist, wenn jetzt der andere Power-Ups runterkommen und ich sammle die zufällig ein, weil ich gerade an der Stelle bin, wo die Kugel runterfällt und das Power-Up und das trifft aufeinander, so kann ich quasi ja das aufnehmen und es ändert sich aber noch nichts. Und dementsprechend muss ich mit der rechten Maustaste, kann ich das dann aktivieren. Also blau ist den quasi zu vergrößern. Boah, das läuft so schnell, das ist Wahnsinn. Mit hellblau habe ich genau Multiball, da kommen drei Stück. Grün ist, glaube ich, festkleben, ja, genau. So, wer kennt von euch dieses Spiel? Wer hat das schon mal gespielt? Wer sieht es zum ersten Mal? Wie findet ihr das? Mal ein paar Kommentare in den Chat vielleicht mit einbringen. Wie waren eure Erfahrungen mit dem Spiel? Seid ihr da weit gekommen? Findet ihr das genauso schwer wie ich oder bin ich nur zu blöd? Ja, das ist so gerade so etwas, wo ich mich gerade frage. Ich habe am Emulator schon, es läuft natürlich hier über die Emulation, ne, muss ich immer wieder sagen, es ist für mich einfach einfacher, die Spiele über die Emulation darzustellen, weil das dann mit dem Stream einfacher ist und so. Aber dementsprechend musste ich aber auch an meiner. Oh, das war. Lila ist Level überspringen. Genau, dann kann man einfach in den nächsten Level gehen. Lila ist gut. Muss man nur. Ja, was es auch noch nicht so gab, glaube ich, ist, dass hier mehr Steine dazukommen, dass es quasi andersrum läuft. Dass erstmal ein paar Steine dazukommen, bis dass dieses schwarze Kreuz da raus ist aus den Blöcken. Und dann kommen auch keine nach. Und erst dann kommen die normalen Blöcke und die verschwinden dann. Das kannte ich so auch noch nicht. Oh nee. Das Schöne ist aber, dass ich, obwohl ich jetzt Game Over war, wieder in dem Level weitermachen kann. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist. Ist mir zumindest mal so aufgefallen. Man fängt nicht wieder ganz von vorne an. Naja, ich will mich mal nicht beklagen, ne? Nein. Och. Also, das ist das Einzige, was mich in dem Spiel ein bisschen nervt. Andere Breakouts lassen sich deutlich besser steuern. Wobei die Steuerung ist an sich super fein, ja, und super schnell und flüssig. Aber das ist das eigentlich, was das Problem ist, weil es so schnell ist. Die Reaktion ist für den Arsch. Das ist das Problem. Kann das denn wahr sein? Jetzt. Da könnte ich ausflippen. Jetzt muss ich erstmal gerade gucken, was ihr so geschrieben habt. Jetzt, wenn man natürlich hier alleine sitzt, ist das natürlich alles ein wenig schwieriger. Ne? Chatfee Sabrina ist nicht dabei. Aber die liegt schon im Bettchen. Ne? Ich muss das natürlich irgendwie gucken, so mit Senden. Ne?
Ich würde ja gerne öfter senden, aber unter der Woche ist es mir eigentlich nur möglich, etwas später zu senden. Ja. Deswegen auf die Art und Weise. Immer wieder sonntags. Ja, guten Abend, Schlonkel, sehe ich gerade. Schön, dass du dabei bist und mir hier beim Zocken zugucken willst. Och, Schlonkel, so nah, also so alt bist du noch nicht. Ne? Ja. Trackball. Nee, ja, MM-Fan, nee, das ist kein Trackball. Ich sagte ja eben, dass der Arkanoid Automat oder sämtliche Breakout-Automaten kein Trackball haben, sondern die haben so ein Drehding, Drehregler, genau. Ach, wie heißt das? Pedal, danke. Ach, da steht's doch. Pedal, ich bin doof. Pedal. Ich sehe zum ersten Mal jemanden so schlecht spielen. Pass mal auf, Retro Chris. Ja, jetzt seh mal zu, dass du dir das Spiel mal auf deinen Computer lädst. Ja, und dann kannst du das mal selber spielen. Schlecht spielen? Ich fasse es ja nicht. Dann fragt er. Gibt es eine Version von Breakout bzw. eines Klons für zwei Spieler? Ja, gibt es. Und zwar auf dem C64 hatten wir in der letzten Sendung, und die ist ja jetzt schon fast, habe ich schon wieder gesehen, die ist ja schon wieder 3 Monate her. Aber vor 3 Monaten hatten wir schon mal eine Interplay-Sendung über Breakout-Spiele, und die gingen jetzt nur über den C64 aus dem Jahr 87. Und da haben wir gezeigt Butty. Butty für den C64, und das ging zu zweit. Einfach mal in unseren Sendemitschnittkanal gucken auf YouTube, da ist die Sendung mit drin, da kannst du dir das mal anschauen. Die Reaktion ist für den Arsch. Ja, Schlonke, ist doch so, oder nicht? War doch wirklich Mist. Bin kein Spinner. Ey, ihr seid alle doof. Paddle. Oder Spinner. Ach so. Ein Spinner. Nicht Spinner. Jetzt habe ich das verstanden. Du hast garantiert mich gemeint, Schlonke, mit Spinner. Also da bin ich ziemlich sicher. Irgendjemand schreibt gerade, das Disk-Image ist kaputt. Wer war das? Disk-Image. Ja, die Heißkot-Tabelle ist komisch. Ja, ist auch komisch, dass der irgendwie, dass der immer auf demselben Level da weitermacht. Ne? Ist auch irgendwie nicht richtig, ne? Ich lache nicht über mich selbst, Jens. Würde ich nie tun. Ja, gut. Jetzt muss ich mal schauen, ob man. Ja, siehst du, jetzt fängt man wieder von vorne an. Komisch. Sehr, sehr komisch. Ich probiere es noch einmal. Boah. Ey, das ist so blöd. Oh, guck dich das mal an, wie schnell das ist. Also das kann kein Schwein spielen. Also das ist, ich sag ja, nicht der beste Arkanoid-Klon oder Breakout-Klon. Sicherlich nicht der beste, aber durchaus eine nette Variante, die es sich mal lohnt, mal anzuschauen.
Nein. Ernsthaftigkeit. Och, Zerstampfer. Bist doch nicht so engstirnig. So ehrlich. Jetzt ist es gerade lustig. Jetzt hebt er den Finger. Muss das denn sein? Naja gut, Schlonke, das ist der Punkt. Du warst eben noch nicht, glaube ich, noch nicht dabei, wo ich das erwähnt habe. Nur weil ich die Buttons, Quatsch, nicht die Buttons, die Power-Ups einsammle, heißt das noch lange nicht, dass sie aktiv sind. Die werden erst aktiv, sobald ich die rechte Maustaste drücke. Das ist der Unterschied zu den anderen Breakout-Games. Dass man sie quasi hier erst mit der rechten Maustaste aktivieren muss. Das ist natürlich bei den anderen anders, ne? Das stimmt. Ich müsste mal eigentlich mal welche einsammeln, das wäre schon geil. Jetzt habe ich grün eingesammelt, aber er hält nicht fest. Ne? So, jetzt habe ich rechte Maustaste gedrückt, jetzt hält dann fest. Genau. Ah! Ach, leck mich doch. Hier steht auch, press right button. Ne, keine Ahnung. Jetzt hätte er wieder aufgehört. Okay, das verstehe ich nicht ganz. To continue. Ich lade jetzt mal ein anderes, glaube ich. Ach nee. F12. Ich lade jetzt einfach ein anderes. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, ist mir zu schwer. Was war das jetzt? Amegas? Was war das nächste? Act Out. Reset. So, ihr seht noch alles. Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Ja, hier guck mal, sogar mit Workbench Starter. Wahnsinn, ne? Auch nicht jedes Spiel gehabt. Ich weiß auch nicht so genau. Man konnte irgendwie, glaube ich, auch sich selbst, glaube ich, Levels basteln hier mit dem Programm hier. Bin ich mir nicht ganz sicher. Hier sind auch, ja, vermute schon, ne? Also hier sind Leute, die haben da irgendwas reingespeichert. Wenn man sich das mal anschaut. Tja, Leute, 1987, schon Benutzeroberfläche mit Maus und alles, ne? War alles schon da. Gab es alles schon, ist nichts Neues. Riesigen Icons. Bunt. Das war 87, war das ultra genial. Ich sehe den Chat wieder nicht. Moment, ich muss mal gerade hier, muss da schon mal zwischendurch drauf gucken. Spiel mal das Rolf-Level. Das kann man auch zu zweit spielen, aber ich glaube, das ist nur für, also nicht simultan, sondern nacheinander. Na, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Erstens läuft es jetzt natürlich, wie ihr seht, in eine ganz andere Richtung, es läuft jetzt von links nach rechts. Und die Geschwindigkeit ist auch etwas anders. Das Pedal läuft etwas schwergängiger, der Schläger. Ha.
Oh, da war schon ein Level-Skipper. Wunderschön. Halt. Nein. Bei dem Spiel war ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, das kann ich jetzt zocken, bis dass ich schwarz werde. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist irgendwie ein Trainer drin. Das kann ich auch, glaube ich. Da gibt es keine Leben. Genau, Schlonkel. Bisher ist es tatsächlich so, dass das Hauptspiel im Grunde sich verhält wie Arkanoid, nur quer. Immer mit der Maus, also immer mit der Maus steuere ich. Sag ja, das ist der Vorteil an den Heimcomputern. Das Spiel spricht ja mal am Amiga, am C64 war das noch nicht so verbreitet, mit Maus zu spielen, aber am Amiga schon. Und die ganzen Breakout-Spiele sind alle auf Maus ausgelegt. Maussteuerung. Boah. Ich sag ja, also die. Entweder ist es jetzt zu spät schon am Abend für so ein reaktionsreiches Spiel. Oder ich muss mich mal ein Stück zurücksetzen. Vielleicht geht das dann besser. Ja, den 60-Grad-Winkel muss ich erstmal schaffen, hör mal. Also, es scheint unendlich Leben zu haben. Also, ich bin hier schon, ich weiß nicht, in wie viel Leben, ne? Ja, Schnorkel, das habe ich schon verstanden, dass da Blöcke sind. Nicht, was du schon wieder denkst. Mensch. Grad nach links, so? Retro Chris. Immer diese. Oh nein. Komm irgendwie nicht nach. Na. Ja. Nein. Das ist so geil. Ich schaffe den Level heute noch. Ich schaffe ihn noch. Irgendwie schaffe ich ihn noch. Ich schwöre es euch. Kommt ihr wieder zurück? Bleibt doch mal da drin. Oh, das ist aber auch schon lange her, Stampfelot. Junge, Junge, super, weil der hat mich auf ZDF, da dieser Tele, wie hieß das? Da war auch, gab es auf ZDF auch so ein Telefonspiel. Da musste man so ein kleines Vieh da, musste so ein kleines Telefonmännchen musste man da rum, so ein kleines Telefonmännchen musste man da rumlaufen. Jetzt, ach nö, das kann doch nicht wahr sein. Bleib doch da drin. Ja, Hugo gab es auch als Telefonspiel. Ja. Nein, ich meine auf ZDF. Auf ZDF, da lief so ein, die hatten da sowas Eigenes. Das war auch, das war, weiß ich nicht, Anfang 90er vielleicht oder irgendwie so um die Kante. Das müsste mal einer gucken auf YouTube vielleicht oder mal nachschauen, wie das hieß. Also Leute, das Spiel ist Hammer. Also Teletubbies? Teletubbies, das kann sein. Das Glückstelefon. Teletubbies.
Ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall so ein kleines Mannequin und das musste man dann mit dem Telefon dann quasi durch so ein Labyrinth, glaube ich, steuern oder so. Ich kann mich noch gut erinnern. Aber was ich jetzt mal mache, klick den Link. Ja, ich bin gerade am Spielen. Ich soll mal den Link klicken. Klick den Link. Ja, genau, mit dem Telefon. Unser nächster Kandidat, der. Das Glückstelefon, ja. Dass die Chancen für meinen. 92, ich sag ja Anfang 90er, siehst du? Geradeaus. Ja. Stopp. Stopp. Genial. Der brave Soldat schwebt. Ja, und dann wurden dann in diesen Türen dann richtig diese Filmschnipsel gezeigt. Und dann sollte man, glaube ich, erraten, aus welchem Film das ist oder so. Ja, genau. Ach du Scheiße. Da war die Welt noch in Ordnung. So, wo ist mein Amiga? Ich muss das mal gerade neu starten. Reset. Vielleicht laden wir mal. Den Level. Den Rolf-Level. Mal gucken. Oh. Aber ihr habt gestern Abend eine geile Radiosendung verpasst, das muss ich ja mal sagen. Also ich fand das richtig cool, da nochmal eine Jukebox zu machen und da eure Wünsche da reinzuspielen, ja. Also das war richtig geil. Vor allem mein Bruder, der auf seiner Arbeit hockte, hörte mit einem Ohr, also er hatte das Handy, ne, den Stream am Laufen und auf einem Ohr hatte der so einen Ohrhörer an und dann hat er mir zugehört. Und dann hat er mir per SMS immer geschrieben, was er gerne hören würde. Das war geil, das war richtig geil. Und dann ja, der Stampfer hat gewünscht, Jens hat gewünscht. Das war echt schön. Was wollte ich? Rolf. Den Rolf. Mal gucken, was da kommt. Rolf, created by. Aber hier gibt es zu leben, siehst du? 1, 2, 3, 5. Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich mache hier. Geht schon wieder gut los. Nein. Komm, zwei noch. Dann habe ich endlich mal ein Level richtig geschafft hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, das erlebe ich heute gar nicht mehr.
treffe ich die 2 natürlich nicht da, ne? Oh nö. Enter your name. Oh, kann ich mir, muss ich mit der Maus eingeben? Was ist das denn? A. P. R. E. N. Ach, mehr geht nicht. Ist ja blöd. Quit. Oh, geil. Also Räume ist schon mal cool, ne? Das ist irgendwie, ich habe es zwar nicht geschafft, aber ist cool. Was sollen wir noch probieren? Leute, welchen nehmen wir? Was wollt ihr, was soll ich mal anklicken? Was sagt ihr? Ich mach mal gerade das Fenster zu. In der Zeit könnt ihr euch ja mal aussuchen hier, was ich da anklicken soll. Poker. Beginner sollte doch schaffbar sein. Ey Leute, hallo, es geht hier nicht um das da unten, ja, es geht um hier. Machen wir den. Sexgames kann ich da nicht aussuchen. Ihr seid Jecken. Was ist das denn? Game not found? Das ist ja super. Also Beginner ist schon mal kacke, ne? Also. Test Game, Test, Test, Test. Kann man sich denn hier bestimmt selbst einbasteln, wa? Ich brauche ein 1 MB RAM. Meinst du? Ja gut, ein MB. Hammer aber, ne? Wenn du da oben siehst, Free Memory, ne? Die haben wir so ungefähr. Ah, siehst du, hier ist dieser. Ja, da kann man sich quasi einen selber bauen, ein Level. Parts, Bricks, Blocker, Zepper. Wie geht das? Habe ich noch nie gemacht. Ich sehe das nur gerade. Bricks. Da kann man sich einen selber bauen. Ja, Schlunkel. Was ist los? Hast du irgendwie ein Problem? Wie geht das? Okay. Ah, 1, 2, 3, 4, 6. 8. Schön, ne? Und jetzt? Rechte Maustaste, kann man den löschen. Aha. Und jetzt will ich den aber. Ist ja super. Escape? Nein. Level 1.
Also das ist jetzt so mein Level. Also, ne? Aber wie kriege ich den gestartet? Ich würde den gerne dann auch mal spielen. So. Ah. Wieso? Wer redet hier von Kreativität? Jetzt will ich den auch mal spielen. Game. Game. New. Edit, Insert, Cut, Level, Quit, Save. Kann ich den nicht spielen? Level, Game, New. Cancel. Cancel. Das war jetzt Kacke. Jetzt habe ich alles weggemacht, ne? Bricks. Toll. Toll. Das stimmt, das ist eigentlich eine Idee. Passt nicht, Leute. Ich glaube, ich muss reduzieren. Ich glaube, das sprengt den Rahmen unserer Sendezeit. Bin ich da, bin ich ja bis morgen noch dran, immer. Was ist das gässlich? Oder ist das grässlich? Nee, es passt nicht. Leute, das ist Mist. Pass auf, mach mal anders. Kann man nicht. Wie geht das eigentlich? Da gab es irgendwie, konnte ich das machen. Ja, kannst du sogar. Okay, so ist gut, ne? Jetzt kann ich, möchte ich das aber gerne mal starten. Hallo, jetzt hör auf zu malen. Der malt weiter, ich drück gar nicht. Also, ich glaube, wenn man sich damit mal eine Zeit lang beschäftigt, ist das schon eine nette Sache. Man muss da nur mal durchblicken. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Editor mit quasi gibt, ne? Wie man sieht. Danke, Axel. Bitte mehr Unterstützung. Okay, so, pass auf. Das hat ja alles keinen Sinn hier, ja? Wie Speicher haben wir denn noch? Nee, ich muss da irgendwie raus. Raus, pass auf. So geht man raus.
Kauft ihr bitte nicht Super Mario Level Maker. Super Mario, ja, ich habe das auf der Messe angetestet. Super Mario Maker. Also doch, ich sag ja, ich will das jetzt nicht, ne, während dieser Sendung hier ja ausprobieren, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und auseinandersetzt, glaube ich, ist Mario Maker durchaus eine tolle Sache, genau wie diese Editoren hier. Nein, das war kein Desaster. Ich habe nur kurz angespielt. Ja, da hat es ja eh keine Zeit gehabt, ne? Aber was ist eigentlich Championship? Mal gerade gucken. Mal sehen, ob. Das schauen wir uns noch an, was Championship ist. Und dann, glaube ich, gehen wir rüber zum. Ja, Arkanoid, glaube ich. Arkanoid haben wir noch. Ein Jana Sisters Maker. Ja, wenn den jemand programmiert, ne? Wenn den jemand programmiert, ich bin gerne derjenige, der das hier für euch testet und ausprobiert und ja, dafür Werbung macht. Ja, also. So, Championship. Schauen wir mal. Fängt schon gut an. Ja, bleib da drin. Brav, no, Idiot. Nein. Was sind das für Dinger? Die Grünen? Nee, das sind halt irgendwelche Gegner, ne? Die dir den Ball irgendwie auch wieder abfälschen, ne? Unter Umständen können die dir ganz schön einen Tag versauen. Na, so wie jetzt. Hast du nämlich schon anders angepeilt und plötzlich wechselt er die Richtung. Das ist natürlich dann. Na. Nein. So, ein noch, komm, ein noch. Da dran vorbei geschossen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Schön. Oh, was ist das denn? Guck mal, der schwarze ist ein Teleporterstein. Das ist auch neu. Hatten wir auch noch nicht. Das ist ja geil. Schön, dass wir das noch ausprobiert haben. Ah. Habt ihr das gesehen? Cool. Sehr cool. Na, da muss man da reinschießen, das ist ja geil. Ja, na. Weil du musst da rein, weil die goldenen kriegst du nämlich nicht kaputt. Da kannst du stundenlang gegen donnern. Oh nee. Schade. Hätte ich gerne noch mal ein bisschen ausprobiert. Play 1. Nee, das ist Level 1 wieder. Okay. Gut, Leute. Machen wir eine kurze Pause, würde ich sagen, und dann laden wir noch Arkanoid rein hier, ne? Dann machen wir bis 0 Uhr noch
hängen wir uns noch mit Ark erneut, hängen wir uns noch ein bisschen die Zeit um die Ohren. Komm, Schluss jetzt hier. Bis gleich.
Classic Video Games Live mit Apprentice. Genau, da bin ich wieder und wir können jetzt weiter am Amiga zocken. Ja, Arkanoid auf dem Amiga aus dem Jahre 1987. Ja, eine Version wurde portiert vom Spielautomaten auf den Amiga von der Firma Discovery Software. Jetzt muss ich mal eben gerade. Da ist er. Okay. Ja, mit Cracker-Intro, ganz stilecht. Sehr schön bei diesem Intro, beachte man, dass sogar Blöcke von Arkanoid hier quasi verwendet worden sind. Ne, mal so zur Info, nur dass ihr Bescheid wisst. Jetzt muss ich mal schauen, wie war das hier? 1 oder F1? F1. Ja, hier kann man übrigens die Levels anwählen, jetzt mit der Maus. Ja. Und hier haben wir ein wenig Zeit. Und das finde ich jetzt echt mal schön, dass wir so auf die Art und Weise das Spiel mal ganz ohne Hetze anfangen können. Ich habe ja fast nichts zu tun hier. Wow. Ja, also hier werden die Extras, die aus den Blöcken runterkommen, sofort aktiviert. Ja, also wenn ich jetzt hier, während ich im Schussmodus bin und ein anderes Icon aufnehme, dann war's das. Dann habe ich den Schuss nicht mehr. Dann ist quasi das aktiv, was ich gerade eingesammelt habe. Und da ich das nicht will. Und hier merkt man ganz deutlich, dass das eigentlich die beste Version war. Willst du ein Breakout-Game auf dem Amiga spielen, spiele Arkanoid, finde ich. Also erstmal haben sie es leichter gemacht. Definitiv. Es ist auf dem Automaten auch viel schwerer. Aber so ist es echt mal spielbar, würde ich sagen. Ja, okay. Siehst du, habt ihr gesehen, ich habe den Schuss jetzt abgegeben quasi, indem ich dafür im Tausch dann das längere Modell des Vs habe. Ja, das nennt sich, Taito hat das Ganze V genannt, also mit V geschrieben und dann AU. V. Wir haben ja immer Pedal gesagt bisher. Nein, bei Arkanoid ist das ein V. Und draußen haben wir Sturm. Wahnsinn. Von Sturm war nicht die Rede. Wow, jetzt wird es ein wenig schneller. Na.
Jetzt wird's aber eng. Jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Oh, ein Ding. Gut, dass ich jetzt den... Ich hätte natürlich jetzt gerne den Laser, ne? Den Kleber habe ich überhaupt nicht so gern. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich mag den Kleber nicht. Ich kann mit dem Kleber... Obwohl, der Kleber hilft einem schon mal, das zu entschleunigen ein wenig. Blöd. Ist echt eine Wohltat, ne, wenn das mal so ein bisschen gediegener abgeht. Ich finde das schön. Das S ist übrigens slow, dann wird er wieder langsam. Genau. Ich habe jetzt gerade den Chat nicht im Blick. Ich weiß nicht, was ihr schreibt. Ich sehe es gerade nicht. Ist auch mal ganz gut, bin ich mal nicht abgelenkt. Oh. Ja. Schön. Siehst du, da ist der mit den goldenen hier wieder. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich ja zu lange rum warte, wird die Kugel automatisch abgeschossen. Wird keine Pause eingelegt. Ja, also wie gesagt, die Goldenen lassen sich da jetzt nicht abschießen oder zerstören. Die sind ein wenig zu golden. Oh. Komm rein da. Rein da. Nein. Jetzt. Hopp. Muss das sein? Na. Ja, das ist cool. So bleibe ich jetzt. Immer diese Idioten. Discovery Software war sowieso ein Garant für gute Spiele auf dem Amiga. Erinnere mich noch sehr gut an Hybris und an Battle Squadron. Ja, die haben Arcade-Spiele quasi für den Amiga gemacht und die waren wirklich fett, richtig fett. Wenn ich an Battle Squadron denke, eigentlich der beste Shooter am Amiga, würde ich sagen. Und Hybris war auch klasse, es war allerdings etwas früher. Ist auch grafisch sieht man das auch, es ist noch nicht ganz so ausgereift wie Battle Squadron. Aber Hybris war auch schon genial. Und da hat man sich dann einfach dem Spielprinzip Shooter aus der Spielhalle halt angenommen und eben ganz eigenen Shooter gebaut. Also man hat da jetzt nicht wie hier bei Arkanoid, hat man quasi einen Automaten
ja, portiert, ja, sondern haben ein ganz eigenes Spiel gemacht. Es hätte theoretisch, hätte Battle Squadron auch für die Spielhalle rauskommen können. Also es ist wirklich sehr geil gemacht. Ja, jetzt muss ich doch mal gerade gucken, was ihr geschrieben habt. Ja, ich denke, dritte Runde war ganz nett, oder? Mal gucken. Chat. Retro Chris, original zu kriegen noch für den Amiga ist ein bisschen schwierig. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, selbst die Spiele, die man halt im Netz kriegt, die sind immer irgendwie mit Cracker-Vorspann. Da findest du gar nicht mehr ohne. Das gibt's gar nicht. Also kannst du einen Kaffee machen, ja, so langsam war das, ne? Aber mal schön, das so zu spielen, ja. Ball to slow error. Ich schreibe euch mal gerade, wie man das, so V. Nee, wie war das? V, so schreiben, so Vs. So. Breakout hatten wir schon, Jens. Ja, wir hatten letzte, wie gesagt, in der letzten Breakout-Sendung, aber die hast du wahrscheinlich nicht mitgekriegt, hast du gesagt, ne? Wie gesagt, das musst du dir angucken auf YouTube, wenn du dir das noch anschauen magst, beziehungsweise die anderen ja auch. Ich glaube, es sind heute einige dabei, die uns hier heute zuschauen oder die mir hier heute zuschauen, die es vielleicht noch gar nicht gesehen haben, was ich in der letzten Sendung gemacht habe. Also da würde ich euch die letzte Sendung auf jeden Fall mal ans Herz legen. Die Interplay 20 ist das, ja. Stefan Naffitz, Unwetterwarnung. Ja, also kommt mir so vor, ne? Also ich glaube, es wird die Nacht lustig hier. Lass die Bälle ausgehen. Ja. Ja, habe ich nicht gemacht, ja. Es gibt sogar ein paar Breakouts für den KC-85. Ja. Es gibt sogar ein Breakout für den VC20. War mal in einer Homecomputer zum Abtippen. Wann war es? Vor 3 Monaten? Ja, ich denke schon. Also ich habe, ich glaube im Juni. Im Juni hatten wir die Breakout, die Interplay 20. Einfach mal im Kanal gucken auf YouTube. Unter Sendemitschnitte. Credits 99, Insert Coin. Hast du mal eine Mark? So, eine Runde spielen wir noch. Mal gucken, ob ich diesmal über den Level 3 vielleicht hinauskomme. Das wäre ja toll, ne? Ich spiele mal von Level 1 an, ne? Ja, ich glaube. Also, ab Level 3 ist ja eigentlich geschummelt, ne? Auch wegen der Punkte ja allein schon. Okay. Ne, Kleber will ich nicht. Das nervt mich irgendwie. Herkommen. La la la. Ja, gib mir Laser.
Richtig, Retro Chris. Da habe ich auch schon bereits in der ersten Sendung schon drüber gesprochen, dass das erste Breakout-Spiel eigentlich gar kein programmiertes Spiel war, sondern dass das wie Pong letzten Endes über einen Schaltkreis nur dargestellt wird, der auf einer Platine aufgelötet wird und dadurch eben halt. Und dadurch eben halt diese Objekte dargestellt werden. Also es ist nicht programmiert mit Sprites und irgendeinem Quellcode und Hass und was weiß ich nicht alles. Ja, Zeilennummern und Basic und ich weiß ich nicht, was ich da gerade alles gelesen habe, dass man auf dem VC20 sogar aus einer Heimcomputerzeitschrift heraus ein Spiel abtippen konnte und man dann nachher am Ende sogar ein Breakout dann da laufen hatte, wenn man dann fertig war mit dem Abtippen. Und man das fehlerfrei gemacht hat, wohlgemerkt. Ich habe das auch mal gemacht. Und dann sucht man den Fehler. Und dann weiß man nicht, wo der ist. Und dann fängt man wieder von vorne an und geht jede Zeile einzeln durch. Habe ich das alles richtig eingegeben? Ach Kacke, ich hätte das D aufnehmen können, dann wäre es vielleicht was schneller gegangen. Und dann hatte ich auch, glaube ich, in der letzten. Achso, S kann auch Speed heißen. Ist ja gar nicht slow. S, dann wird der schneller. Warum? Das war blöd. Ich dachte, der wird der langsamer. Das muss ich mich gerade konzentrieren. Ich wollte gerade noch was Intelligentes sagen, aber das lasse ich jetzt. Ein Leben. Laser. Nein. Shit. Nein. Ja, also, ne, da muss man sich entscheiden. Entweder lässt man den Ball ausgehen oder man nimmt den Laser mit. Ne? Das ist natürlich dämlich. Mann, Mann, Mann. Ja, gute Nacht, MM-Fan. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du sogar länger da warst, als du eigentlich gesagt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Zeigt ja, dass es doch wohl irgendwie interessant war. Und dass es nicht langweilig wird. Weil ich dachte erst so, oh, wenn du jetzt in jeder Sendung 1,5 Stunden lang ein Breakout zeigst, also ne, was auch immer, dann gerade da kommt, welche Version. Dann wird das vielleicht irgendwann langweilig. Jetzt habe ich die Zeit vergessen, deshalb. Ah. Dann könnte das vielleicht langweilig werden, ne? Das habe ich auch schon gedacht. Ja, Laser bringt jetzt hier natürlich gar nichts. Man kann mit dem Laser noch nicht mal die goldenen abschießen. Blöd. Na, nein. Oh, nur mein letztes Leben. Nee, vorletztes. Okay. Ja, ich denke, Leute, ich bin dann auch so weit raus, wenn jetzt hier mein allerletztes Leben hier erloschen ist. Dann denke ich, sollte das für heute Abend hier auch wieder reichen. Ich denke, wir haben wieder einiges dazugelernt und hatten, denke ich, doch ein paar Minuten Spaß. Doch, ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Und wir machen das auf jeden Fall, ja, nächsten Woche Mittwoch dann wieder, ja. Wenn sich weiter nichts bei mir ändert und ich das wieder so machen kann, können wir wieder um 10:30 abends hier sitzen
und dann die nächsten Breakout-Games auspacken. Und da wollte ich dann in das nächste Jahr gehen, das Jahr, glaube ich, 88. Und da kommen wir dann erst zum C64 und übernächste Sendung dann. Übernächste Sendung dann quasi. Na. Also Kleber ist hier ganz gut in dem Fall. Glaube ich. Ja. Übernächste Sendung dann quasi den Amiga aus dem Jahr 88. So geht das dann immer weiter. Habe da noch einige Spiele auf meinem. Ach nö. Einige Spiele auf meinem Zettel stehen. Nein, 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 ich wollte den Level doch schaffen. Ich war noch nicht mal besser als vorhin. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Könnte jetzt hier weiterspielen. Ich könnte jetzt hier weiterspielen. Soll ich da? Ach ja, komm, ich versuche den noch. Den will ich noch schaffen. Den will ich noch schaffen. Bis in welches Jahr ist das geplant? Das geht tatsächlich bis, glaube ich, 92. Das muss ich aber gleich mal auf den Zettel schauen. Kleber. Was haben wir hier? 90, 92... Ach so, scheiße, der bleibt da nicht dran hängen, ne? Ist egal. Ist egal. Wo ist meine Zettel? Da. 92, was habe ich hier noch? 95 ist es letzte. Das ist dann aber sogar ein Ackerspiel. Auf dem Amiga 1200 war das dann. Ja, 95. War, glaube ich, das letzte, was ich hatte. 90. Also 87, 88, 90. 89 habe ich auch sogar auf dem Gameboy habe ich auch noch zwei Spiele, die kann ich euch dann auch noch zeigen. 90, 89, ja. Also das älteste wäre dann quasi 95. Das ist dann also wie gesagt ein Agar-Spiel dann. Mit mehr Farbendarstellung. Ja. Genau, das ist es. Das ist es für heute Abend. Das ist es für heute Abend. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs ja wirklich aktive Chatten. Finde ich sehr geil. Davon lebt das hier, dass ich immer wieder quasi auf euch eingehen kann. Und ich hoffe, das ist mir relativ gut gelungen. Es ist alleine natürlich ein bisschen schwierig. Man muss immer spielen und gucken, spielen, gucken, spielen. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Gute Nacht. Ja. Nächsten Sendung dann quasi Dienstag wieder die Jukebox. Und wer Lust hat, kann ja am Sonntagabend um 20 Uhr mal kurz bei uns hier reingucken. Wir werden einfach mal ein bisschen testen nur. Ne? Ich muss meinen Serveranbieter mal so ein bisschen kitzeln. Ja, mal gucken, ja, dass wir den mal gucken, wie weit der kommt hier. Ja, also 25 Mbit Datendurchsatz muss er schaffen. 30 vielleicht auch noch, kommt drauf an, wie viel natürlich zuschauen hier, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, das wird sich schon klären. Ansonsten bin ich noch im Gespräch mit jemand anders, vielleicht kann man da noch was anderes machen. Mal gucken. Ja, gute Nacht, macht's gut, bis dahin, tschüss. Classic Video Games Live mit Apprentice.
Dafür spiele ich euch noch Arkanoid vom C64, ja, so als kleines Wiedergutmachung, dass ich 4 Minuten zu früh vom Stream gegangen bin. Apprentice.